Und jetzt sind Sie gefragt, wenn Sie mal auf die Schnelle 250 Euro gewinnen möchten, in unserem Quiz. Ach was, ist es möglich? Jeden Tag können Sie sich Gedanken machen über alltägliche Fragen. Heute wird es darum gehen, wie man ein bestimmtes Metall reinigt. Wie immer bekommen Sie zwei Behauptungen jetzt, aber nur eine stimmt. Hier, mein Lieblingskerzenständer aus Messing. Total angelaufen. Aber zum Glück habe ich eine Rezeptur, wie ich diesen ohne Probleme wieder auf Glanz bekommen kann. Und zwar mit Pfefferminztee. Dazu brauche ich eine große Schüssel, so groß, dass der Kerzenständer reinpasst, und schütte mir einen kräftigen Pfefferminztee auf. Das heiße Wasser löst die Pfefferminzöle, die wiederum mit dem oxidierten Metall reagieren und dadurch den Schmutz lösen. Eine Viertelstunde ziehen lassen, abwischen, fertig. Hallo Peter, dein Pfefferminztee ist völlig vergeudet, weil um Messing, zum Beispiel dieses Armband, wieder glänzend zu bekommen, da brauchst du etwas ganz anderes. Ich habe zum Beispiel Sauerkrautsaft. Den hebe ich mir immer auf, wenn ich irgendwas mit Sauerkraut koche, weil er ist gut haltbar und sehr nützlich. Den nehme ich dann und reibe damit zum Beispiel mein Armband ab. Oder wenn ich ein anderes Teil habe, lege ich es in eine Schüssel. Nach einer Weile kann ich es herausholen und dann glänzt es wieder wie neu. So wie die beiden das vortragen, klingt es bei beiden ja sehr logisch. Aber nur einer hat recht, Peter oder Sibylle, das ist die Frage. Und die Frage stelle ich jetzt an Herrn Pflaum aus Gladbeck. Hallo, Herr Pflaum. Herr Pflaum? Ja. Hallo, Sie sind dran, das ist schön, Sie wollen mitmachen. Ich stelle Ihnen jetzt noch mal die komplette Frage vor. Was lässt angelaufenes Messing wieder im alten Glanz erstrahlen? Peter sagt ja Pfefferminztee und die Sibylle sagt, nö, Sauerkrautsaft. Was sagt der Herr Pflaum? Sauerkrautsaft. Sauerkraut? Ja. Ja, dann loggen wir das ein und wir lösen auf, Herr Pflaum. Also mein Tipp war richtig. Um Messing zum Glänzen zu bringen, nehmen wir Sauerkrautsaft. Denn Metall braucht zur Reinigung Säure und die ist in dem Saft enthalten. Einfach etwas Saft nehmen, auf den Lappen geben und das Metallteil damit einreiben. Kurz einwirken lassen, nachpolieren, das geht ganz ohne Mühe. Und das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Und dann hätte ich noch einen weiteren Tipp. Sie rühren sich eine Paste aus Mehl, Salz und Zitrone an. Das geht genauso gut. Herr Pflaum, das kam wie aus der Pistole geschossen. Sie wussten es. Sie haben nicht geraten, oder? Ich habe es vermutet. Vermutet, also Sie lagen richtig. 250 Euro bekommen Sie. Viele Grüße nach Gladbeck. Danke. Tschüss.